Guten Morgen zusammen. Es ist Samstagmorgen, es ist 8:45 Uhr. Ich bin schon seit einer Stunde wach. Jetzt heute steht tatsächlich ein Projekt an, das ich jetzt kurz entschlossen umsetzen möchte. Es geht um diese Ecke. Ich habe seit längerem vor, diese Ecke da umzustrukturieren und ein bisschen umzubauen. Und deswegen habe ich mir vor ein paar Wochen, Monaten auch dieses Regal geholt. Aber das war halt nur der Anfang. Und ich werde das jetzt heute abschließen, das Projekt, zu 90%. Deswegen war ich gestern noch mit Steffi unterwegs, weil ich noch Sachen besorgen musste. Deswegen lasst euch einfach überraschen. Es wird heute tatsächlich ein aktiver Tag. Obwohl ich noch gar nicht wach bin, aber ich habe da einfach richtig Bock drauf. Ich freue mich da richtig drauf. Es wird ein aktiver Tag, wo ich diese Ecke mal fertig mache. Und ich freue mich gerade richtig drauf. So, wollt ihr mal ein Update sehen? Tada! Ja, so langsam nimmt die Ecke hier Gestalt an. Aber ich bin noch lange nicht fertig. Deswegen... Wie Rudi Carrell einst schon so schön sagte, lass dich überraschen. Okay, ich mache nie wieder Rudi Carrell nach, das verspreche ich euch. Bis später. 8:45 Uhr. 8:45 Uhr, 11:30 Uhr. Wie kommt auf 8:45 Uhr? Ich weiß nicht, 11:30 Uhr. Und ich bin fertig. Ja. Tada! Ja, ich habe mir Ablageflächen geschaffen. Das ist, leider hat sich der schmale Billigschrank ein bisschen verschoben. Der ist hier ein bisschen nach vorne gekommen, aber gut, werde ich mitleben können. Oh, diesen Plan, dass das so aussieht, hatte ich seit 3 Monaten im Kopf. Und seit 3 Monaten wollte ich das machen und seit 3 Monaten bin ich nicht dazu gekommen, weil ich vercheckt bin oder keine Lust hatte. Und jetzt habe ich es gemacht und ich bin gerade sehr froh und finde, dass es sehr gut aussieht. Und jetzt gehe ich erstmal duschen und habe einen Schluck auf. Jo. So, ich habe jetzt gerade noch meine neue Regalkonstruktion mal soweit eingeräumt. Tada! Ja, in das breitere der beiden Billys, beziehungsweise vor das breitere der beiden Billys, sollen dann bald noch Regaltüren kommen, damit das zu ist. Und ja, hier das schmale, das bleibt offen. Ich bin aber sehr zufrieden damit, vor allen Dingen, da oben mein Xpedit hat jetzt 6 freie Fächer. Das ist echt unglaublich. Ich habe auch ein bisschen ausgemistet, aber trotzdem, ich bin gerade sehr froh darüber, dass das Ding jetzt da steht und dass es fertig ist soweit. Abgesehen von den Regaltüren. Nur das Problem ist, Türen für ein Billy sind schweineteuer. Ich muss insgesamt für die günstigsten Türen für dieses Billy 60 Euro ausgeben, weil eine Tür 30 Euro kostet. Ja. Ja, aber das mache ich dann im Laufe der Zeit. Aber trotzdem, so bin ich jetzt schon sehr zufrieden damit. Und ich habe wieder mehr Platz gewonnen da oben. Ich glaube, es wird tatsächlich mein Ziel, dass langfristig aus diesem Regal alle Küchenutensilien verschwinden. Ich bin mir noch nicht ganz im Klaren darüber, wie das laufen wird, aber irgendwie werde ich eine Lösung finden. Jo. Ich bin jetzt aber auch richtig müde. Ich habe heute Nacht wieder nicht gut geschlafen. Ich bin andauernd wach geworden. Vielleicht mache ich jetzt erstmal ein Nickerchen. Jo. Ich habe ein Nickerchen gemacht. So gute 1,5 Stunden lang. Es war aber tatsächlich sehr erholsam. Und ich werde jetzt gleich einkaufen fahren. Es ist jetzt schon 7:30 Uhr. Gott sei Dank hat Edeka hier bis 10 Uhr auf. Ich habe beschlossen, ich werde morgen auch mal filmen, was ich koche bzw. esse.
Das heißt, ich habe seit Tagen das Gefühl, matt und abgeschlagen zu sein und unausgespannt. Und ja, das kann so nicht weitergehen. Deswegen werde ich jetzt quasi dagegen etwas tun. Und ja, ich weiß, dass ich gerade ein bisschen zusammenhangslos rede. Es ist, ich versuche nur wieder einfach in Tritt zu kommen. Aber das werdet ihr miterleben. Das ist ein Daily Vlog. Ich muss den Vlog von gestern noch schneiden und hochladen. Das wollte ich eigentlich schon lange gemacht haben. Yep. Wir sehen uns dann einfach gleich nochmal. Freunde. Ich mach Schluss für heute. Ich bin gerade richtig müde. Das ist mein Nickerchen hat mich nicht so wirklich revitalisiert. Also nicht so, wie ich gehofft hatte. Deswegen gehe ich jetzt ins Bett. Ich habe morgen eine Menge vor und ihr werdet ein bisschen erfahren, was das ist, wenn ihr morgen den Vlog guckt. Oh yeah. Und ich muss jetzt noch den Vlog von gestern schneiden, weil ich ein Trottel bin, das immer noch nicht gemacht habe. Schlaft gut.